Und mit diesem schönen Banner geht's los in ein neues Let's Play, auf dem ich mich mega freue. Und es ist mega lang her, dass ich den Vorgänger gespielt habe. Aber, huch, was ist das? Achso. Na, das ist ja ärgerlich. Aber ich habe ja zum Glück noch keinen Spielstand. Ich kann nämlich ein neues Spiel starten und ich freue mich auf dieses Spiel ungemein. Das muss ich halt ehrlich sagen. Ich freue mich ungemein. Der Vorgänger war richtig geil. Und ich hoffe, dass dieses Spiel einfach auch abliefern. Und ich will gar nicht lange drum rumlabern und starte einfach mit dem neuen Spiel. Aber in den Schwierigkeiten ist normal. Was gibt's denn da? Erzfeind. Schlauer. Du wirst garantiert sterben. Ui. Standard. Frage mich, ob man das mittendrin umstellen kann, ob ich jetzt erstmal auf Ernstfeind machen kann. Eigentlich habe ich Lust auf so ein bisschen Competitive und dann fällt man auch mal öfter und man hat eigentlich mehr Rage. Alles klar, Erzfeind. Starten wir. Ich werde das so bereuen, dass ich das gemacht habe. Ich werde das so bereuen. Ich merke das jetzt schon. Scheiße. Naja, egal. Muss sein. Gut, warten wir mal. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie. Sie und jeden, der mir nahe war. Nein! Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Der neue Ring. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist, im Tode vereint, das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor! Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Oh, Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen. Jetzt. Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein!
Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du? Talion, ich werde dich finden. Man weiß nie, was man okay. Dann geht es jetzt los scheinbar. Und wir wurden von Celebrimbor getrennt. Und wir sind hier scheinbar in einer Mine. So ähnlich sieht das aus. So ein bisschen Moria-Style. Aber diese Frau, ich weiß nicht, wer das ist. Also ich habe davon, also ob das... Ich glaube, wie heißt denn die? Heißt die Galadriel, die bei Herr der Ringe sonst immer die Ansagen macht? Ich weiß nicht, ob das die hier auch ist. Sehr schön, den hätten wir schon mal ausgeschaltet. Erster. Ich muss aber kurz mal in die Optionen noch mal kurz gucken, denn mir ist die Mausgeschwindigkeit gerade irgendwie zu schnell. Einen Moment, so. Kurz noch mal im Spiel gucken, weil die ist mir gerade ein bisschen zu schwammig. Das ist mir zu schnell, ja. Da muss ich kurz nochmal die Maus nochmal einstellen. Wo haben wir es denn hier? Empfindlichkeit der X-Achse. So, mache ich mal zwei runter. Einstellungen anwenden, ist die 2 drücken, ja. Schauen wir mal, wie es jetzt ist, ob ich damit besser zurechtkomme. Okay, es fühlt sich sehr schwammig an. Aber vielleicht liegt es einfach nur, dass ich das Spiel schon länger nicht mehr gespielt habe. Anlocken, okay. Das geht immer noch. Nice, und zack. So. Da muss man sich wahrscheinlich erst dran gewöhnen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen... so schwammig. Okay. Okay, Steuerung, um ihn festzuhalten und dann runterwerfen. Aber das andere hat das doch jetzt gesehen. Das ist jetzt gar nicht gut. Der ist so ein bisschen aufmerksam geworden, dass er uns nicht sieht, ne? Oh, da ist ja noch einer. Nice. Also wir haben ja im letzten Teil haben wir, glaube ich, einen Dolch und ein Schwert. Jetzt haben wir hier 2 Schwerter, so im Witcher-Style. Ah, den konnten wir noch gerade... Oh, der hat uns was entdeckt. Gerade noch so ausschalten. Und der andere, da unten ist irgendwas. Kann man eigentlich auch wieder klettern? Na, das geht. Sehr schön. Oh, sie ist nah. Da unten muss ich hin. Okay. Oh, die haben mich gesehen. Oh. Eieiei. Es ist auch vor allem ziemlich still hier in dieser Mine. Hier passiert echt wenig. Und auf der Map sieht man eigentlich schon, dass ziemlich viele Gegner anwesend sind. Muss man so ein bisschen gucken, dass wir hier... Schleichaufzehrung. Hui! Todessprung. Und RIP. Hui! Jetzt kämpfen wir. Muss ich erstmal wieder ins Kampfsystem reinkommen. Wie ging denn das nochmal? Okay, erstmal Linksklick die ganze Zeit spammen. Das scheint gut zu klappen erstmal, aber es sind ja noch erst einfache Gegnertypen. Die sind alle so benommen. Warum sterben die nicht? Ich glaube F war damals auch. Die halten echt viel aus. Oh. Die Luft ist rein. Okay, Link-Shift.
linker Shift und dann Linksklick. Tötet scheinbar. Space, um zu sprinten. Alles klar, machen wir. Wir folgen dem... Spinnen. Zack, und... Nice. ach, hier geht's durch, habe ich gar nicht gesehen. Von der Helligkeit her. Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen. Jennifer? Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort! Du bist tapfer. Für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Wie viel bist du bereit zu opfern? Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Noch nicht. Du willst den Ring? Du könntest ihn mir für den Geist geben. Um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kankra. Ich wusste, dass es Kankra ist. Ich wusste es. Fiel der Name nicht mehr ein. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Warte. Talia, nein! Oh, oh. Hier hast du ihn. Ich bin beeindruckt, Waldläufer. Er muss dir viel bedeuten. Hol deine Marionette, bevor sie stirbt. Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Der Palantir muss beschützt werden. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist.
Das war richtig interessant und es hat mich jetzt schon mehr abgeholt als der Vorgänger eigentlich, weil im Vorgänger hatte man gar nicht so viele Vergleiche zu den Filmen, aber jetzt schon mehrere auf einmal. Kankra, ich habe mir so gedacht, okay, eine Riesenspinne, das kann nicht nur Kankra sein. Ich wusste nur den Namen nicht mehr. Oh, kommt jetzt noch eine Zwischensequenz, dann muss ich mir wieder die Schnauze halten, ne? Okay, die Belagerung von Minas Ithil. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Mittelerde, Schatten des Krieges oder auch Shadow of War. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Alles klar, sammle Informationen. Das hatten wir ja aus dem ersten Teil. Aber was ich noch dazu sagen wollte, Kankra ist auch die Spinne, die Frodo im dritten Teil von Herr der Ringe eingesponnen hat. Das ist die, wo die durch die Höhle gegangen sind. Das ist die große Spinne. Das ist auch Kankra gewesen. Und dann den Palantir, den man holt. Das ist die Kugel, die Saruman benutzt. Finde ich persönlich ziemlich nice, dass das so krass jetzt eingebunden ist und man direkt abgeholt ist. Du bist ein Soldat. Nimm die Oberstadt und du bist ein König. Da. Sein Geist ist schwach. Wer führt die Suche nach dem Palantir? Wollen wir mal hören. Huch. Das sind Saurons Hauptmänner, die Anführer der Belagerung. Das Verhör von Würmern gewährte Informationen. Drücke Space, um Informationen über diese Hauptmänner zu erhalten. Lorm der Tyrann. Was haben wir denn hierfür? Benommen durch. Okay, das werden wir später wahrscheinlich noch. Ist nach Schleichangriffen benommen. Das ist schon mal ganz gut. Das Ziel markieren wir uns auch. Der den Suchtrupp ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen. Das war fies. Er hat ihm einmal den Kopf zerdrückt. Damit hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Dass das so passiert. Krass. Zerfetzte ihm einfach den Schädel. Sieht darüber, ob du so krass lachst. Aber ich fand's. Oh, scheiße. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Hey, ich will dahinter. Den verhöre ich doch auch direkt mal. Gibt ihr mir noch Informationen über einen anderen Hauptmann? Ja, komm, den gucken wir uns auch an. Durch, der Krieger. Durch. Anfällig gegenüber Schleichtodesstößen. Ja, den holen wir uns auch dann mal über einen Schleichtodesstoß, würde ich sagen. Und Kopf. Krass. Das Spiel ist auf jeden Fall brutaler als der Vorgänger. So, da ist noch, sind noch mehr Informationen. Schleichen uns hier mal durch. Und ausschalten. Zack. Da ist ja noch einer. Ei. Will den da irgendwie töten? Ja, können wir. Wenn wir schnell genug sind, geht das. Können wir die Leute mal ausschalten. Ich will den da nochmal... Dingsen verhören, den Wurm. Schleichen wir uns mal hier hinter. Hat das noch nicht gecheckt. Und verhören. Na, sag mir was über deinen Chefe.
Ah, ich kann. Verbleibende Züge. Hä? Was soll das denn bedeuten? Verbleibende Züge 3. Ach, guck mal, da sehe ich auch, wo der ist. Der ist hier ganz in meiner Nähe. Der Snafu. Snafu-Bogenschütze. Panische Angst vor Hinrichtung, okay. Der ist hier relativ in der Nähe auch. Und. Quatsch! Das ist fies! Soll denn Minas Ethil für ein Name sein? Er klingt so schwach. So, dann wollen wir mal hier rüber, wo der Questmarker uns hinführt. Immer weiter voraus natürlich. Da wird er jetzt mit seiner Kohorte langlaufen. Bin ich auch mal gespannt. Hat er doch auch irgendwie so eine Adlersicht, oder nicht? Also wie bei Assassin's Creed Adlersicht. So, müssen wir uns jetzt auf den Kampf einlassen? Oder können wir da geschickt Leute ausschalten? Der eine guckt leider in zu unserer Richtung. Menschendreck! Es ist der Grabwandler! Ich dachte, er sei tot! Ist er auch! Talion, der Bogen. Wollte gerade sagen, wie haben die mich denn da jetzt gesehen? Ach, das Rechtsklick bleibt. Zack. Und da konnte man noch. Zack. Und komm, den nehmen wir jetzt auch mal mit. Und ich habe nur noch 2 von 5 Pfeilen. Das heißt, ich muss wieder aufzehren, um Pfeile zu kriegen. Ach, die stecken ja immer hier irgendwo drin. Muss ich erstmal wieder an das Spiel gewöhnen. Zack. 5 von 5. Und die Steuerung muss man sich dran gewöhnen, aber das ist okay. Sieht es schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Besessen, könnten wir das Blatt mit wem benutzen wir es hier und halte gedrückt? Okay, das habe ich jetzt gerade nicht gerafft, wie das funktioniert hat. Ich habe einfach irgendwas gedrückt. Egal, wir folgen der Spur, um dort zu gucken. Ach, hier ist die Brücke. Sehr schön. Und da wird dann auch der Hauptmann sein. Und wir können auch das explosive Fass schießen. So, das hätte sich erledigt. Nochmal kurz Pfeile sichern. Ich glaube, früher beim Vorgänger musste man die auch noch einsammeln. Jetzt reicht es, wenn man gegenläuft. Natürlich so ein bisschen einfacher dann. Oh, alle Orks sind oder Uruks sind hier weg. Also sind ja teilweise Orks. Und die Uruks halt, die ja die stärkere Form der Orks sind. Ach, hier ist gar nichts mehr los. Tote Hose hier. Sieht richtig nach Krieg aus, oder? Hier passiert nichts mehr. Ach, da hinten ist einer. Ach, wollte gerade sagen. Hier haben wir diese... Ach, da, guck an. Die Eagle Vision. Lorn. Guckt ein bisschen traurig. Naja, er weiß halt, dass er gleich untergehen wird, wa? So, schauen wir doch mal, wie wir hier durchkommen. Da sind Uruks, das heißt, wir sollten uns möglichst weit nach oben begeben, erstmal. Mal gucken, ob Bogenschützen auf den Dächern sind. Aber eigentlich, wahrscheinlich haben sie die noch nicht positioniert, weil sie ja gerade am Einnehmen sind. Da denkt man ja nicht an strategische Aufstellung der Einheiten. Zumindest sollte man es eigentlich machen, aber machen ja wenig. Alter, der hat dann eine ganz schön... Wow. Ganz schön viele Leute um sich rum. Das ist ja frech. Alles klar, formiert euch. Eure Mission ist es, den sehenden Stein zu finden. Ja. Er ist blau, er ist rund, er gehört uns. Er ist ein mächtiges Artefakt, Jungs. Bringt ihn mir, aber fasst ihn nicht an, wenn euch euer Hirn lieb ist. Ausschwärmen. Ausschwärmen. Hallo, habt ihr eurem Chef nicht zugehört? Na, die sind ja super, die Bänge. Ja, wie schön ist es, wieder Menschen zu töten. Ich finde es auch wieder schön, Uruks zu töten, muss ich sagen. Echt angenehm. Ihr sollt ausschwärmen, Jungs. Okay, wir machen das ganz unauffällig. Zack. Zack. Und zack. Und erstmal wieder schleichen. Oh, das habe ich ja nicht gut gemacht. Hä? Ich wollte gerade sagen, identifizieren. Gibt es nicht mehr.
Dies ist Minas Morgul. Ach, Minas Morgul. Und Minas Morgul verschlingt Menschen. Lorm. Das ist jetzt auch interessant. Ich wusste gar nicht, dass Minas Ethil zu Minas Morgul wird. Ich glaube, Minas Morgul ist das, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Minas Morgul ist, glaube ich, das, wo der Hexenkönig von Anma, also die Nazgul auch. Irre ich mich da gerade? Ich weiß es nicht. Oder tatsächlich, Minas Morgul ist das, wo Saruman herkommt. Ah, nee, das ist ja Isengard. Was laber ich da? Ach, egal, wir machen aber weiter. Was zum Teufel? Das ist jetzt aber ein Mate oder was? Okay. Wollen wir noch über die rüberspringen? Ah, oh, das ging nochmal. Oh. So, komm her. Und jetzt hier. Kann man nicht Schleich in Richtung machen? Oh. Okay. Und hier nochmal. Oh. Nein, er hat mich hingerissen. Moment, kann man hier im Kampf einfach. Zack. Und. Ach, er ist beschützt. Oh nein. Ey, geh mir aus dem Weg, Mädchen. Ich muss hier kämpfen. Space. Und Lorne. Ausgeschaltet. Nice. Und sie ist unsichtbar und wieder da. Eine Rune. Aufnehmen. Twink. B. Zum Anzeigen des Inventars. Machen wir doch glatt. Mit Ausrüstung kannst du deinen Einfluss erhöhen und deine Fähigkeiten verstärken. Siege gegen mächtigere Hauptmänner bringen auch hochwertigere Ausrüstung ein. Drücke Space, damit deine neue Ausrüstung angezeigt wird. Episch. Schwert der Herrschaft. Ich weiß gar nicht, ob es das Schwert ist, das ich durch die Gold Edition, die ich mir geholt habe. Kann natürlich sein. Okay, Hauptmänner erhalten plus 1. Ich glaube, das ist das Schwert der Herrschaft. Ich lege sie mal an. Haben wir hier noch was anderes? Ah, hier kann man alles wieder ersetzen. Stufe 1. Okay, man kann das leveln dann scheinbar. Das ist cool. Und es hat Herausforderungen. Ah, da kann man gucken. Mit den Herausforderungen wahrscheinlich kann man das stärker machen. Hier, rekrutiere einen Ork der Stufe 15 plus. Macht Zuwachs von... Okay. Das ist, glaube ich, sehr kompliziert. Da muss man sich so ein bisschen einfinden. In das Ganze. Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten. Wie viele wart ihr? Nicht genug. Minas Ethil steht noch. Uns droht der Verlust der Mittelstadt. Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen. Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können. Ich werde dir folgen. Warte. Wie ist dein Name? Idri. Talion. Versuch Schritt zu halten, Talion. Wir haben schon genug Männer verloren. Eine taffe Frau. Und versuch Schritt zu halten. An dieser Stelle beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick schon mal gegeben. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.